Und herzlich willkommen zurück zu Mirage. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass wir hier oben Al-Anqua töten müssen. Dass wir aber mit sehr viel Gegenwehr rechnen müssen. Dementsprechend, habe ich mich dann entschlossen, das Ganze in der neuen Folge zu machen. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine nämlich da auch noch ein Falkenschütze. Das Problem ist, wie komme ich da jetzt am besten hoch? Nimm bloß nicht den Flaschenzug, wo ich drauf geklickt habe. Kein Thema. Okay. Ich käme hier aber auch nicht... Ja, gut, ich käme nach links. Die Wache guckt mich hier starr an. Das ist natürlich auch nicht toll. Unten sind auch nochmal zwei Wachen. Frage ist, gehören die dazu? Ich denke mal schon, dass das schon Sperrgebiet ist, weil da hinten sind auch wieder zwei Wachen. Oder die stehen einfach nur davor halt. Da könnte man eventuell hochklettern. Ich wollte gerade sagen, hier dürfte doch jetzt gar kein Sperrgebiet sein. Ja, spring bloß nicht da drauf, was ich anvisiere. Kein Thema. Kein Problem. Mach einfach alles so, wie du das denkst. Setz deinen eigenen Kopf durch und dann haben wir am Ende ein Riesenproblem. So, unten sind drei Wachen. Bei mir ist nichts aufgeladen. Und da steht eine Wache mit einem Schlüssel. Ich habe hier auch nichts, wo ich mich... Na, da unten können die mich verstecken. Die Frage ist, kommt der da runter? Da könnte ich mich drin verstecken. Wenn ich darüber kommen würde, dann wäre noch alles okay. Aber ich befürchte, dass ich da nicht rüberspringen kann. Die sollten in eine andere Richtung gucken. Er würde mir Probleme bereiten. Ich schulde dem Steuereintreiber einen Besuch. Wo kam das denn her? Keine Ahnung, aus den Petunien? Ich weiß, dass es keine Petunien sind. Das war jetzt nur ein Spruch. Okay. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal drüben. Das ist schon mal gut. Und wir haben den Schlüssel. Da oben ist dieser Falke-Typ. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt da hoch? Weil der hier unten, der wird mich wahrscheinlich sehen, wenn ich versuche, da hochzugehen. Hey! Du bist da irgendwo, oder? Nein. Komm bloß nicht zu mir rüber. Ich werde dich fangen. Sehe ich. Ich weiß nicht, ob ich den einen jetzt hier eben ausschalten soll. Die Frage ist, bewegt der sich in meine Richtung? Die Frage ist auch, kann ich den ausschalten, ohne dass sie da hinten mich sehen? Und ohne, dass der mich sieht. Ja, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu gefährlich. Wie, ist nicht verfügbar? Hallo, das ist voll aufgeladen. Ich wollte mich doch veräppeln hier. Kann ich mich da... Ne, runterhangeln kann ich mich da auch nicht, ne?
Aber so geht's. Komm mal mit. Ich dachte gerade, der eine hat mich gesehen. Jetzt nimm den Idioten doch mal hoch, Mann. Wie oft muss man hier Y gedrückt halten? Ah! So. Kannst du besser schlafen, hoffe ich mal. Ich weiß nicht, ob die anderen mich sehen. Obwohl. Würde der nach hier... Ich weiß, dass du hier bist. Naja. Naja, aber er würde auch nicht kommen, wenn ich... Na gut, okay. Oh, geh bloß nicht da hoch. Nee, nee, nix. Da liegt auch keiner. Alles gut. Weitermachen. So, ich muss aber auf jeden Fall jetzt nach oben und den Typen da oben ausschalten. Das war der... Nee, da hinten ist der Typ mit den Falken. So. Ich hoffe, dass der jetzt hier nicht zu nah kommt. Ja! Das ist natürlich blöd, dass der jetzt noch eine höher ist. Komm, geh, 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 geh. Sehr schön. Die sind nicht länger eine Gefahr. Flieg, wie es dir gefällt. Ja. Finde ich auch. Finde ich auch sehr gut. So. Lass deinen Blick schweifen. Wobei er mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel sagen können wird. Nö, gar nichts, um genau zu sein. Das könnte der Steuereintreiber sein, oder? Der hier unter uns ist. Allerdings hat der da ziemlich viele Wachen, die da im Weg gestanden haben. Hm. 4 könnte ich theoretisch ausschalten. Ich probiere es trotzdem mal. So, jetzt müsste ich dann nur noch gucken, wie ich da am besten runtergehe. Weil die sind alle... Naja, die draußen sind nicht im Gebäude, logischerweise. ich weiß nur nicht. Da lief doch... Ach, ist das der da? Weil da lief ja auch die ganze Zeit einer rum. Jetzt kann ich ihn da hinten nicht mehr sehen. Kommt auf jeden Fall nicht hoch. Das ist von innen abgeschlossen. Ah, jetzt kommt er wieder. Na komm, Junge. Jetzt bleibt er da hinten stehen. Naja, es ist auf jeden Fall zu weit für mich. Da unten ist auch noch einer am Rumeiern. Ja, der geht auch jetzt wieder zurück. Nee, dann lassen wir den erstmal. Ich hoffe, den müssen wir da nicht zwangsläufig killen. So, die Frage ist, die könnten wir jetzt theoretisch schnell killen. Ich brauche was zu wissen. Kann ich den auch anvisieren? Moment, drin, die sehen mich nicht, ne? Natürlich kann ich den wieder nicht amüsieren. Na komm schon.
Das ist so cool. Drin sind jetzt noch zwei. Hab ich mich jetzt erschrocken? Ich höre doch die ganze Zeit jemanden hier rumlaufen. Alter, ernsthaft? So, da sind zwei Wachen. Den einen könnte ich hinterrücks... Ich weiß nur nicht, ob der sich umdreht, wenn die Tür aufgeht. Wahrscheinlich, oder? Die denn? Sie sollten längst mit dem Geld zurück sein. Ach, es kostet mich den Kopf, wenn wir nicht liefern. Wie schwer kann es sein, diesen Hohlköpfen ihr Geld abzunehmen? Tja, wie schwer kann es sein? Elhind, Asin. Keine Verbundenheit. Nicht mal untereinander. Die Dairatul Mal steht kurz bevor. Befehle, die Steuern zu erhöhen. Das spült noch mehr Geld in ihre Hände. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. Der ist aber alleine, ne? Die Steuer wurde bezahlt. So kann man es auch sagen. Okay, dann... Zwei Fertigkeitspunkte haben wir auch bekommen. Sehr schön. Mein zweiter und letzter Brief. Al-Anqua, das Geld wird knapp. Hast du, wie gewünscht, die Steuern erhöht? Wie ich höre, siehst du dich einigen Hindernissen gegenüber. Die Duftlieferung verspätet sich ebenso. Ich dachte, dass du als Einheimischer vielleicht besser zurechtkämst als ich, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich irre. Üblicherweise schicke ich nicht mehr als einen Brief bezüglich Dingen, die ich erledigt sehen möchte. Ich sende niemals einen dritten. N. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Zügel. Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Rosen und Eisen. Ich habe eine Montur bekommen. Da. Die Montur eines Abbasidenrichters. Guten Morgen, ich habe wieder sehr wenig geschlafen heute. Basim stellt bis zu einem Maximum von 50% alle 2 Sekunden 1% Gesundheit wieder her. Das wäre natürlich cool, aber ich muss zugeben, es schlägt nicht die Rüstung. Gegner hören 50% weniger Lärm bei Attentaten. Das muss ich auf jeden Fall drin lassen. Das ist perfekt für mich. So, so wie es aussieht, brauchen wir noch einen Hinweis. Das heißt, ich muss trotzdem noch ein bisschen... Moment, da unten ist noch was. Zum Lesen. Aber wo ist das? Da ist eine Truhe. Sind wir hier reingekommen? Nee, ne? Das ist hinten durch. Nee, halt. Hallo, geh nach oben. Das müsste hier auf dem Boden liegen, oder? Bin ich jetzt ganz doof. Ja, Tatsache. Der rennt gerade weg. Jetzt geh da durch, Mann. So, genehmigte Mittel für Blockaden. Die vereinbarte Summe wurde aus dem Steuervermögen für Elkhart entnommen und wie angewiesen der Unterstützung der Hafenblockade zugeteilt. Die Sperre am Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Ich bin hier fertig. Nichts weiter. Roshan und Rivka warten sicher im Bruderschaftshaus auf mich. Sehr geil. Sehr geil. Und wir sind nicht mal erwischt worden. Das finde ich sogar noch geiler.
Das Bruderschaftshaus ist noch ein ganzes Stück weit weg. Deswegen würde ich sagen, ich mache mich jetzt mal eben dahin auf. Wie bin ich denn eigentlich? Ich kann ja eigentlich so hier runter springen, oder? Ich muss mal eben gucken, dass hier niemand Neues kommt. Genau, hier unten war doch der... Kann ich da hochklettern? Ich wollte eigentlich hochklettern, aber egal. Ja, ja. Ey, lass dich bloß nicht runterfallen. So. Guten Tag, guten Tag. Ich mache... Achso, es ist gar nicht so weit weg, das Bruderschaftshaus. Oh, ist schon wieder Sperrgebiet? Ich verstehe es nicht. Egal, wo man rumläuft, hier dauernd hat man dieses dämliche Sperrgebiet. Ja. Komm, schwimm. Du schaffst das. Und wir haben nicht mal Kopfgeld. Wir haben nicht mal Kopfgeld. Da freue ich mich jetzt wirklich drüber. Weil so glatt, wie es jetzt im Endeffekt heute gewesen ist, sind ja doch, ehrlich gesagt, unsere Missionen eher selten. Also auch darauf bezogen, dass man mitbekommen hat, wo man hin muss. Dass man die Sachen gefunden hat, die man sucht und so, ne? Das ist ja häufiger schon mal... Ja, spring ja bloß nicht drauf. Kein Thema, Basim. Irgendwann lernst du noch, das zu tun, was ich dir vorgebe. So. Einmal da runter. Wo sind wir denn hier? Zack. Nein. Nein. Runter. 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 Lass doch einfach los. So. Braver Junge. Wo ist denn unser Ziel? Da. Der verlorene Verborgene kehrt zurück. Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Was hast du zu erzählen? Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Geht es um mehr Objekte dieser alten Wesen, die sie verehren? Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Dairat al-Mal versteigert. Eine offizielle Einladung zur Auktion. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindungen zu sowohl Elanka als auch Kululu sein. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hörten Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in El-Kars Angelegenheiten eingemischt. Diese Person wird zweifellos bei der Dairat al-Mal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Souk, wenn du soweit bist. Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Bist du besorgt? Ich werde vorsichtig sein. Ja, sehr schön. Aber da ich davon ausgehe, dass das auf dem Bazar wohl noch länger dauern wird, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.